So, da sind wir in der nächsten Folge, Destiny 2. Nein, mit dir will ich jetzt eigentlich nichts zu tun kriegen, aber okay. Ich wollte hier eigentlich entspannt gerade mal... Oh, keine Muni mehr. Meine Güte. Nehmen wir doch gleich mit. Beute einsammeln. Gut. Zack. So, ich gehe jetzt mal... Bevor der mich noch... Ja. Ein Stückchen beiseite. Ab. Meine Güte. Da will man doch nur die Folge beginnen und dann so was. Trostland. Hotel Trostland. Gut, wir wollten weiter nach Titan. Schließen Mission Hoffnung auf Titan ab. Genau. Da reisen wir doch jetzt mal hin. Titan. Saturnmond Titan. Commander Zavala baut einen Widerstand auf einem Mond von Saturn auf. Stell Kontakt her und schließt sich den Kampf an. Ganz kurz. Ich muss mal kurz was schauen. 42. Okay, empfohlen 50 stand da, glaube ich. Warte, Zielorte. Empfohlene Power 50. Ach, 50 war Power. Ah, ja, alles klar. Gut. Haben wir ja, glaube ich. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Können wir direkt mal schon. Nee, Power 42. Ach. Wenn wir schon hinkriegen, wenn wir nicht jetzt so ja irgendwelche Ausrüstung bekommen. Orphan glaubt, dass Zavala sie und die Überlebenden im Stich gelassen hat. Und jetzt gehen wir auch noch. Wenn wir blieben, könnten wir sie unterstützen. Ja, aber wenn Zavala wirklich eine Gegenoffensive auf Titan aufbaut, dann können wir sie alle retten und die Stadt zurückerobern. Vorhutflotte. Güterschiff 723 ist im Anflug. Wir haben euer Signal erhalten und sind kampfbereit. Güterschiff. Zavala hier. Es ist zu spät. Die Schar hat Titan überrannt. Es war ein Fehler, uns hierher zu bringen. Sinkende Docks. Sichere die Kommandozentrale. Ja. Bevor wir das machen, schaue ich mal, ob ich... Haben wir das Höchste? Haben wir nicht ganz das Höchste? 10. Ah, gut. Das bringt aber auch nicht viel, ne? Nee. Behalten wir das. Gut, empfohlene Power 50, wir haben 42, das werden wir doch bestimmt irgendwie hinkriegen. Commander, wir sind hier, um zu helfen. Nein, wir haben schon zu viele lichtlose Hüter an die Schar verloren. Wir können diesen Mond nicht sichern. Wir haben unser Licht zurück. Was? Unmöglich. Commander, darf ich? Hüter, hier spricht Deputy Commander Sloan. Wir müssen eine Gegenoffensive planen. Dazu müssen wir diese Station erstmal auf Vordermann bringen. Eine Flotte muss ausgestattet, Hüter bewaffnet werden und es gilt, jede Menge abgefangene Übertragungen der Rotlegion zu entschlüsseln. Es ist ungemein wichtig, dass wir Zugang zur Kommandozentrale der Station erlangen. Da kommst du also ins Spiel. Wenn du das Licht wirklich wieder hast, dann zeig es der Schar. Und Hüter, bitte, sei vorsichtig.
Okay. Dann wollen wir mal schauen. So. Wow. Okay, noch keine Feinde in Sicht. Noch keine Feinde. Oh Gott, ich dachte, dass hier schon irgendwas angreift. Hui, hui. Okay, das ist eigentlich nichts für mich. Diese Richtung. Wir müssen hier springen in der Luft. Zweites oder drittes Mal, um weiter kontrolliert in der Luft zu bleiben. Achso, das können wir noch nicht. Okay. Ja, zurück so. Oh. Naja, gut. Was war das hier? Die Titanstädte aus dem goldenen Zeitalter waren einst der Stolz der Menschheit. Wir dachten, sie seien verlassen. Aber ich war ein Narr zu denken, die Schar würde sich nicht so weit ausbreiten. Zack, so. Ach, so ein Jammeran ist nichts für mich. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Dort lang. Hui. Kommt noch jemand? Nee. Gut, mal gucken, ob wir beides dasselbe. Alles klar. Zerlegen. Hab gehofft, dass es eine höhere ist. Aber nö. Was war denn das jetzt? Wo bin ich denn da angestoßen? Ach, bin ich da oben irgendwie rangekommen? Ach da. Okay, Sloan. Wir sehen das Kontrollzentrum. Verstanden. Weiter vorrücken. Commander, bei dem Tempo können wir mit der Planung unserer Gegenoffensive anfangen. Dann können wir im Nullkomma nichts vor den Stadttoren aufschlagen. Wenn es doch nur so einfach wäre.
Komm her. Habt ihr nicht erwischt, oder? Oh! Da bist du, Junge. Lado, hier. Das auch erledigt. Und weiter. Bay 3. Blablabla, ich nehme mal die Pistolero. Wenn man trifft, macht der natürlich mehr Schaden. Oh, ja. Aufregend. Falsche Richtung. Was leuchtet da? Inspizieren. Pilgerreise. Zavala neigt den Kopf um die... Was? Hier? Keine Ahnung, was jetzt mit Pilgerreise war. Okay, weiter. Sah aus, als hätte die Schar eine Art Ritual durchgeführt. Wir sollten uns mit Ikora unterhalten. Sie weiß so ziemlich alles über Schar-Magie. Niemand hat Ikora oder Kate gesehen, seit die Stadt gefallen ist. Sirenenwacht. Oh. Granatwerfer, jawohl. Jawohl. So. Noch was? Wo muss man hin? Hier, ne? Ja. Klar. Da ist das Kontrollzentrum. Räum den Laden auf, dann kommen wir.
Kiste. Mehr Schaden. Und Revolver, wenn man trifft. Wir haben es geschafft, Sloan. Perfekt. Untersucht die Umgebung, bevor ihr zum Kontrollzentrum vorrückt. Lass mal gucken wegen Munition. Oh, auf der Map oben ziemlich rot. Ziemlich rot. Nein, ich wollte an ihm vorbeischießen. Ich bin gerade ans Mikro gekommen, weil sich rumstart. Start. Oh Gott. Okay. Ja, jetzt ist das natürlich leer. Und es sieht so aus, als ob wir gerade auf eine Schar-Brutstätte gestoßen sind. Vernichte sie. Ja, komm her, du Ritter. Wo ist er? Haben das Nest beseitigt, sind auf dem Weg zum Kontrollzentrum. Gut gemacht. Sorgt für reine Luft. Wir kommen auf euer Signal. Jojo. Und durchmarschieren. So, das... Jetzt sag mal. Müssen wir hier unten lang? Ja. So. Ja, nee. Doch, nee. Anscheinend doch.
So, wo müssen wir hin? Hier? Hier hoch? Wenn die ganzen Gegner sind, müssen wir wahrscheinlich hin. Oh, keine Munition mehr. Komm hier. Machen wir es so. Sloan, Commander, erledigt. Verstanden. Zavala und ich sind auf dem Weg. Hallo? Jetzt geht's. Ist schon manchmal ein bisschen hektisch. Komm, mach auf, ja, komm, ja. Wir nähern uns der Landeplattform. Kommt hoch, damit wir euch applaudieren können. Oh, süß. Oh, das fällt mir jetzt gerade auf. Auf den Ring des Saturns. Der Schatten, das ist irgendein Mond oder so. Glaube ich. Boah. Okay, wo müssen wir? Hier. Ich wollte es nicht glauben. Wenn das Licht wieder zu dir gefunden hat, gibt es vielleicht Hoffnung für uns. Unsere Streitkräfte schwinden weiter. Wir können uns und die Überlebenden nicht länger schützen. Und ohne das Licht sind wir dann überhaupt noch Hüter? Commander! Ohne Generatoren halten wir nicht durch. Wellenenergiewandler liefern den Strom, aber dank der Schar bedürfen sie einer Wartung. Wir kümmern uns drum. Ja, das dachte ich mir.
Strom. Stell die Energieversorgung in der Station wieder her. Ja gut, aber das machen wir nicht mehr in der Folge. Okay, wir sind noch nicht fertig. Jetzt, wo wir das Kontrollzentrum erreicht haben, müssen wir noch für Strom sorgen, bevor wir uns um unsere Flotte kümmern können. Commander Zavala hat gesagt, du hast dich freiwillig gemeldet. Ich regle das Taktische. Schiffsmeisterin Holiday liefert technische Unterstützung. Die Mission ist simpel. Geh rein, leg den Schalter um, verschwinde. Sloan schafft es echt, Sachen total einfach klingen zu lassen, was? Ja, easy. Gut, aber wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich finde das so geil mit dem Tanzen. Und ja, oder machen wir jetzt? Nee, nächste Folge, alles klar. Dann hört man sich in der nächsten und dann geht das Abenteuer weiter. Macht's gut.